Und da haben wir unsere ja, 6 kleinen Geschmackswunder. Es gibt ganz viele Produzenten, die gehen hin und waschen ihre Käse mit ganz bestimmten Aromen, wie eben Walnussöl für den Walnusskäse, packen ihnen Kräuter in verschiedene Aromaten, um dem so eine ganz eigene Note zu geben. Aber in den Grundkäsen sind die schon unglaublich faszinierend. Die bekanntesten sehen wir hier auf der Seite. Das sind die Käse mit Weißschimmel. Die finden wir auch im Supermarkt. Es ist eine andere Art von Schimmel, die dort aufgespritzt wird, die langsam wachsen kann. Aber es ist eben ein sehr gesunder Schimmel. Und ich habe hier den bekanntesten, den Camembert, mal ganz links hingelegt. Und ein Vergleichskäse, der eigentlich genau gleich, nur anders und anders in seiner Größe, anders in seiner Herkunft, von einer anderen Kuhrasse stammt, einfach im Vergleich. Und man sieht schon, es ist im Prinzip beides genau das Gleiche, nur eben ganz anders. Ein Hartkäse habe ich so als exemplarisches Beispiel in diesen Käsefamilien, um diese zu unterscheiden, versucht zu präsentieren. Dann haben wir dort einen gewaschenen Käse, der wird einfach mit Salzwasser abgewaschen. Das jeden oder jeden zweiten Tag, wo man auch sieht, wie aufwendig das ist. Weil so ein, ja, ein Käseproduzent, also so ein kleiner Bauer, der produziert ja, auch wenn er klein ist, nicht nur einen Käse am Tag, wo er am Tag mal einmal rumgeht und den wäscht, sondern das ist ja ein richtiger Zeitaufwand, den jeden Tag abzuwaschen, abzubürsten, um eben diese Rinde zu erzeugen, damit der Käse im Inneren perfekt ausreifen kann. Dann haben wir, was ebenfalls bekannt ist, mit Blauschimmelkäse, gibt es nicht nur in Frankreich, sondern überall, eigentlich fast auf der Welt, sind eben auch ganz einzigartige Geschmackswunder, die was ganz Eigenes haben. Es gibt viele Situationen, wo der Blauschimmel gespritzt wird. Manchmal darf er ganz natürlich in den Käse hineinwachsen. Hier haben wir einen der Klassiker, einen Roquefort, und am Schluss einen Rotschmierkäse. Diese Rotschmiere ist eigentlich auch nichts anderes als ein Bakterium, die um den Käse herum wächst. Es ist eine allergische Reaktion seitens des Käses, wenn er mit Alkohol abgewaschen wird, weil Käse ist ein bisschen komisch, der mag keinen Alkohol und versucht sich dagegen zu wehren, diese Rotschmiere herauszubilden, die sehr geschmacksintensiv ist und eine ganz eigene Käsefamilie darstellt. Käse ist das eine, aber viele kommen in die Weinkultur bei einfach auch, um diese Kombination von Käse und Wein zu leben. Und amüsanterweise ist nach wie vor im Sinn von vielen, dass man Käse und Rotwein kombiniert, obwohl das oftmals gar nicht so optimal zu kombinieren ist. Wenn wir zum Beispiel sowas wie den Schafskäse nehmen und würden Rotwein dazu nehmen, wenn man sich Schafsmilch einmal vorstellt, hat Schafsmilch immer einen gewissen Bitterton. Rotwein natürlich auch, hat Gerbsäure, hat einen Bitterton. Wenn die beide aufeinander prallen, dann wird das was extrem Anstrengendes bis sehr Unangenehmes. Also der Rotwein wird dann richtig bitter, der Käse wird sauer. Dann werden sie bitter, ich werde sauer, alle werden komisch und von dem her sollte man da immer so ein bisschen drauf achten. Eigentlich ist Käse und Wein zu kombinieren ganz, ganz einfach. Man braucht nur auf sich selber vertrauen. Ich habe jetzt einfach mal einen Rotwein, einen ganz leicht gereiften klassischen Bordeaux auf der einen Seite. Hier gilt eben auch, so gut wie das Produkt kann letztlich das Ergebnis werden. Genauso bei den Gläsern, beim Porzellan ist es ja genauso. Nur wenn ich schöne Sachen um mich herum habe, kann ich es umso intensiver genießen. Deswegen kann ich immer nur zu mundgeblasenen Gläsern raten oder zu eben tollem Porzellan, tollem Besteck. Man genießt es umso mehr. Dachte, dass wir in der Tat einen Schaumwein nehmen, diesen probieren. Ich habe hier einen Mousseux aus dem Loiretal und einen ganz klassischen Gewürztraminer, der eben nicht trocken ausgebaut ist, sondern so eine ganz, ganz leichte Süße hat, eine etwas reduziertere Säure, diese wundervolle Blumigkeit. Womit man zum Beispiel Blauschimmel, der ja doch immer eine kräftige, leicht metallische Note, sehr viel Salzigkeit hat, oder einen Rotschmierkäse kombinieren kann. Wenn man dran riecht, den Wein riecht, ihn ein bisschen schwenkt, die Entwicklung betrachtet, möchte man eigentlich schon fast zum Rotschmierkäse greifen. Wenn man diesen Schaumwein nimmt, dieser ganz leichten Hefigkeit, dieser wunderbaren Rotfrucht, diesen leicht schwenkt, die Entwicklung betrachtet, kann man sich schon einen wunderbaren Ziegenkäse vorstellen. Oder man kann sich so einen Weißschimmelkäse, der eben so leicht pilzige Noten immer hat, ideal vorstellen, oder gar einen Schafskäse. Oder wenn man den Rotwein, der kraftvoll sein sollte, eine ganz wunderbare Intensität, eine schöne, saftige, intensive Rotfrucht hat, dazu einen ganz tollen Hartkäse, dazu eben auch sowas wie ein Camembert,
Das sind richtige Genusserlebnisse, die man sich dort bescheren kann. Manchmal eben auch einfach zwei verschiedene Weine, einen weißen, einen roten, und da die Käse mit kombinieren, zu sehen, welcher die beste Performance hinlegt. Käse und Genuss ist auch so ein bisschen Spielerei. Nun durfte ich mir erlauben, so einen ganz kleinen Einblick in diese eigentlich riesige Welt der Weine, in diese ganz großartige Welt der Käse zu gestatten. Wenn es von Interesse sein soll, dass wir vielleicht über den ein oder anderen Käse, die ein oder andere Käsefamilie so ein bisschen mehr berichten, wenn wir erzählen dürfen, warum gerade ein Roquefort ein Blauschimmelkäse ist, wo der herkommt, wie Blauschimmelkäse entstanden ist, warum Camembert heißt und wo der herkommt, warum Weißwein weiß ist, warum Rotwein rot ist, warum es verschiedene Glasformen gibt, wie wir hier sehen. Wenn wir all das so ein bisschen mehr intensiver erklären dürfen, schreiben Sie uns. Wir würden uns freuen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.